So Leute, willkommen zurück bei Schöne Latsche Teil 2. Und zwar machen wir heute was Cooles. Übrigens ist noch Lockdown, ne? Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Und zwar packen wir heute Adiletten aus. Und zwar vergleichen wir die normalen Standard-Adiletten auch mit Mi-Diletten. Das sind quasi die, die man früher mal sich anfertigen lassen konnte. So mit einer Gravur drinne und mit so ein bisschen... So ein bisschen Muschi-Bubu, ihr wisst schon, was ich meine. Die vergleichen wir auch. Und dann gibt es noch einen kleinen Adiletten-Porn, der wird bestimmt ganz cool. Und das war es eigentlich dann auch schon in dem Video. Und dann müssen wir leider so lange ausharren, bis die nächsten zugeschickt werden. Ich stehe auf der Warteliste ganz oben, wurde mir jetzt zugesichert von dem gewissen Kliententeam für VIPs der Morgen. Und nee, ich bin kein VIP-Erstbesteller eigentlich, aber wie gesagt. Wir warten jetzt erstmal, bis das soweit ist, bis die da sind und wenn sie passen, dann nee, das Unboxing schicke ich sie danach zurück. Genau. So, dann viel Spaß nach dem Intro und dann packen wir die normalen Adiletten aus in grün und dann vergleichen wir die noch ein bisschen mit den Midi-Letten und ich habe noch eine Sonderedition von der Adilette da, von Neighborhood und die vergleichen wir da auch, aber da habe ich keine Verpackung mehr da, also, ne? So, ich hoffe, es gefällt euch und viel Spaß. So Leute, hier sind die Adiletten in Navygrün oder Olivgrün. Olivgrün. So, ganz normale, schlichte Verpackung wie immer. Verpackung können wir gleich mal vergleichen. So hier sah früher die Verpackung von der sogenannten Midi-Lette aus und das sind dann quasi sonderangefertigte Adiletten gewesen und die schauen wir uns dann später mal an, da sah ich auch später mal noch einen Ton dazu. Aber wir packen jetzt erstmal die normalen Adiletten aus. So, ganz üblich bei der Adilette ist natürlich, dass man die hier so aufmacht und dann holt man sie einfach mal raus. Drin ist hier nichts weiter. Das ist eigentlich auch alles sehr unspektakulär, aber die sind halt, also ich sag mal, Adiletten sind ja so die Kings, ne, auf Latsche. Und aus dem Grund mussten einfach mal ein paar Adiletten mit dabei sein im Dreiteiler. Genau, dann hast du hier noch so ein bisschen dein, naja, den Mist dranhängen, sagen wir es einfach mal so, es ist ja wirklich Mist. Jeder Mensch schneidet es ab und im Endeffekt schmeißt es jeder weg. Weil in jedem Schuh kann man innen drinnen nachlesen, welche Größe man hat. Also widerspenstig hier. So, jetzt haben wir es. Früher war da immer noch so ein cooler grüner Zettel dran, so ein blauer Zettel. Aber das haben sie wahrscheinlich jetzt auch weggemacht. Der Fame war zu groß. Ja. So, das sind jetzt übrigens Schuhgröße 13, also sprich 48 noch was. Innen drinnen sind sie hier so schön gesamtet. Und die sind made in Italy. Übrigens alle original Adiletten übrigens, die nicht sonderangefertigt werden, sind alle made in Italy. Nur mal so zur Info. Genau, weil nämlich alle, die sonderangefertigt werden, werden woanders hergestellt. Und da steht dann nämlich auch drinnen. Und so, wo wir stehen geblieben, genau. Alle Original-Adiletten sind made in Italy. Und zwar sind das hier Originale. Und hier steht auch wieder made in Italy hier oben drin. Das sind die Originalen, die es jemals gab. Dann ist jetzt hier die Neighborhood Edition. Das ist so eine seltene Edition, die gab es nicht oft. Die gab es aber auch noch in Schwarz. Die sind ebenfalls made in Italy, weil die quasi, wie gesagt, die wurden auch einfach nur verkauft, nicht sonderangefertigt. Und jetzt haben wir mal eine sonderangefertigte. Ich muss beide zeigen. Das sind quasi die Dunkelbund-Letten. Da habe ich mir das draufstecken lassen von Adidas direkt. Und die sind zum Beispiel made in China. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Genau, die sind zum Beispiel made in China. Alle anderen Adiletten, die es auf dem Markt gibt, müssen auf jeden Fall made in Italy sein. Ansonsten sind die nicht echt. Wenn ihr jetzt selber welche anfertigen lassen habt,
zeige euch jetzt mal hier die goldenen. Das sind jetzt die goldenen Adiletten, die ich mir anfertigen lassen habe. Da steht jetzt hier oben drin, da habe ich mir jetzt hier oben dunkelbunt ein. Kleines bisschen aufstellen. Habe ich mir jetzt hier dunkelbunt eingravieren lassen. Die sind zum Beispiel auch wieder made in China. So alle, die quasi nicht original sind, sind made in China. Das muss man dazu sagen. So, und kann ich euch nochmal welche zeigen. Also ich habe mir noch welche anfertigen lassen. Das sind die Hausschuhe für meine Oma. Das sind zum Beispiel die Gidi-Iletten jetzt zum Beispiel. Die sind einfach nur rot, weil ich habe rote Ziernähte im Auto, deswegen haben die jetzt die roten Streifen drauf. Und da habe ich mir jetzt hier zum Beispiel GDI reinmachen lassen und die sind auch made in China mit Sicherheit. Das Problem ist, das waren die allerersten, die rauskamen, wo du die selber dir einstellen konntest, wie du die haben wolltest. Und die haben hier innen drinne nichts drinne. Die sind hier innen drinne so Glanzkautschuk. Unangenehm zu tragen mit Socken, um ehrlich zu sein, aber ja, besser mal hart als man hätte, ihr wisst es doch, ne? Genau. Und ich hoffe, das gab jetzt einen guten Einblick in die Adilette. Und genau. So, noch ein kleines Add-on. So sieht dann übrigens die originale Rechnung aus, wenn ihr eine Mi-Adilette hieß es, um genau zu sein, hieß. Da konntest du jetzt hier auch eine Nationalflagge und so ein Zeug drauf machen lassen. Und genau. Und das sieht man dann jetzt hier quasi, ist dann so gesehen das Echtheitszertifikat, dass man sich die machen lassen hat. Das gab es jetzt bei denen noch nicht mehr dazu. Oder wenn, habe ich es bestimmt weggeschmissen, weiß ich jetzt nicht mehr. Genau. Das war dann nämlich diese sogenannte Mi Adidas Marke. Und die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Also wenn, ja, wäre das schön, wenn es wieder aufleben würde. Aber ich gehe mal davon aus, das haben die aus Kostengründen einfach eingestellt. Besten Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Adilettenporn war auch ganz okay. Und ja, einfach mal ein Like da lassen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, welche Adiletten am coolsten sind. Das würde mich mal interessieren. Welche von diesen ganzen Dingern am coolsten aussehen. Das wäre mal ganz cool. Also dann. Tschüss, tschüss.